Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video geht es um das Thema Early Game. Das hier ist so einer der wichtigsten Punkte, die es in Fortnite überhaupt gibt. Denn euer Early Game wird am Ende auch euer Mid- und euer Endgame bestimmen. Und wenn ihr ein schlechtes Early Game habt, habt ihr eigentlich auch kaum Chancen, überhaupt in Tournaments wirklich gut zu placen. Dementsprechend bleibt hier auf jeden Fall bis zum Ende dran. Schreibt mir natürlich auch gerne weitere Videovorschläge in die Kommentare. Wünsche zu weiteren Tipps und Tricks Videos nehme ich natürlich immer gerne an. Und wenn ihr natürlich in Zukunft auch keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, lasst ihr auch gerne ein Abo da. Außerdem, wenn euch das Video gefällt, lasst ja auch gerne eine Bewertung da und ich würde sagen, beginnt direkt mal mit dem ersten Punkt des Early Games und zuerst ist natürlich die Vorbereitung überhaupt dazu und als erstes, um natürlich ein gutes Early Game zu haben, sollte man sich einen guten Jobslot suchen. Dazu hatte ich auch schon das ein oder andere Video gemacht, werde ich meine Infokarte verlinken, solange es nicht vergessen sollte. Ansonsten gibt es ja auch noch viele weitere Videos, wo ihr gute Jobslots sehen könnt. Eventuell ist aber nicht immer das Beste, vielleicht einen Jobslot der größten YouTuber zu benutzen, sondern nutze eher welche von kleinen YouTubern. Der zweite wichtige Punkt eines Jobslots sollte natürlich sein, dass in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Loot und möglichst viel Mets farmen könnt. Außerdem wäre es auch immer sehr, sehr vorteilhaft, gerade bei contesteten Jobspots, dass ihr irgendwelche Möglichkeiten zum Disengagen habt, das heißt irgendwelche Seiten, wo ihr vielleicht durch den Wald weggehen könnt, damit ihr eben halt notfalls bei schlechten Loot-Gegnern aus dem Weg gehen könnt. Wenn ihr dann eine gute Loot-Route und einen guten Jobspot gefunden habt, solltet ihr das Ganze natürlich mastern, das heißt, master zum einen erstmal euren Job, das heißt, dass ihr versucht, möglichst gut dorthin zu kommen, ohne lange irgendwie zu brauchen. Außerdem, dass ihr jede einzelne Ecke perfekt läuft, damit ihr eben halt dort auch möglichst viel Zeit spart. Außerdem schaut auch immer, während ihr jobbt, auf eure Gegner drauf, damit ihr eben halt wisst, wo die landen, wo deren Lootrouten sind und wo ihr eben halt eventuell auf die Gegner dann treffen könnt. Außerdem könnt ihr so auch entdecken, ob ihr vielleicht in euren Fights dann gethirdpartied wird oder ob ihr vielleicht irgendjemand anderen thirdpartien könnt. Das geht natürlich auch immer genauso gut. In Trios gibt es ja auch noch einen besonderen Punkt und zwar, wenn man in beispielsweise in drei verschiedenen Häusern landet, sollte man immer versuchen, möglichst schnell danach zusammenzukommen. Dementsprechend solltet ihr auch immer versuchen, dass ihr eure Loot-Route im Trio so anpasst, dass ihr eben halt wirklich so nach einer Minute, vielleicht spätestens zwei Minuten dann wieder zusammen seid und dann eben halt versucht, wirklich den besten Loot zu haben. Wenn ihr dann hier eure Loot-Route gemastert habt, dann seid ihr ja meistens bisher ja noch nicht in Fights gewesen, es sei denn, ihr habt irgendjemand ge-50-50'd. Da geht natürlich auch wieder das mit einem guten Job deutlich besser. Und wenn ihr eben halt, wie gesagt, jetzt damit durch seid, dann kommt ihr meistens eben halt in Early-Game-Fights, beziehungsweise rotiert immer direkt zum Mid-Game durch. Da sind allerdings die Tipps und Tricks, die ich euch jetzt geben werde, trotzdem immer noch genauso gut. Denn wenn ihr jetzt in einen Fight kommen solltet, wie gesagt, egal ob im Early Game oder Mid Game, dann ist auf jeden Fall so einer der wichtigsten Punkte, dass man versucht, einen Build-Fight zu vermeiden. Das heißt, versucht eigentlich immer so maximal nur 5 Blöcke hoch zu sein, weil ansonsten habt ihr eben halt sehr, sehr große Chancen, runtergeschossen zu werden. Außerdem seid ihr deutlich offensichtlicher für andere Gegner, wodurch ihr deutlich leichter gethirdpartied werdet. Außerdem dauern solche Fights häufig deutlich länger, was am Ende auch nur dafür sorgt, dass ihr deutlich schneller gethirdpartied werdet. Außerdem hat man natürlich deutlich mehr Heal und Mets, die verschwendet werden, umso länger man fightet. Und man hat natürlich deutlich schwierigere Rotations, da man meistens später dann zu den Rotations beginnen kann. Und so hat man auch ein schlechteres Positioning im Midgame dann letztendlich. Außerdem gibt es in Buildfights meistens auch den großen Nachteil, dass man am Anfang relativ wenig Mets hat, wodurch man natürlich auch nicht ganz so leicht fighten kann, beziehungsweise man dann irgendwann out of Mets läuft. Und dann sieht das Ganze eben schon wieder deutlich schlechter aus. Deshalb versucht auf jeden Fall Buildfights zu vermeiden und geht eher auf Boxfights, der dort deutlich mehr Chancen hat. Beispielsweise habt ihr auch in Boxfights dann deutlich mehr Chancen, Kontrolle über den Gegner zu haben. Und selbst wenn ihr in einen Buildfight kommen solltet, ist das natürlich auch einer der wichtigsten Punkte. Denn wenn ihr viel Kontrolle über den Gegner habt, habt ihr auch ein deutlich leichteres Spiel. Und dafür ist es natürlich am hilfreichsten, wenn man versucht, möglichst viel Peace Control auszuführen. Außerdem sollte man die ganzen Techniken dazu gemastert haben. Wenn ihr wollt, kann ich dazu auch nochmal ein Video machen. Dementsprechend sollte man eben halt im gleichen Zuge auch versuchen, eher vielleicht in eigene Buildings zurückgehen. Das heißt, wenn man beispielsweise schon gefightet hatte, sollte man eher da reingehen und eben halt nicht einen ganz neuen Fight beginnen. Da man eben halt, wie gesagt, in den eigenen Builds dann häufig schon was gebaut hat, hat man dort eben halt auch im Prinzip Passive Peace Control ausgeführt, was natürlich einem am Ende auch nur einen Vorteil geben kann. Des Weiteren ist es auch nicht ganz so praktisch, wenn man in die Builds der Gegner reinjobbt, denn dort haben natürlich die Gegner das ganze Peace Control, denen gehören alle Wände und alles Mögliche dort. Dementsprechend können die alle Edits auf euch setzen, können euch komplett outplayen. Des Weiteren ist es auch immer sehr, sehr vorteilhaft, wenn man die generelle Position der Gegner im Auge behält. Das heißt, schaut immer, wo vielleicht die Gegner irgendwo hingehen, nicht, dass die euch irgendwann einen Highground stehlen und eben halt, dass ihr die nicht irgendwann escapen und ihr unnötig lange wartet. Dementsprechend haltet die Position immer im Auge. Es ist auch immer sehr wichtig, möglichst viele Edits zu usen, wo man eben halt selbst nicht getroffen werden kann. Dort ist nämlich beispielsweise immer die ganze Right-Hand-Peak Edits relativ gut. Dafür ist es immer sehr, sehr praktisch, wenn man auch am Ende relativ gutes Aim und gut
gutes Movement hat. Denn mit gutem Aim hat man natürlich mit den einzelnen Edits, die man macht, immer gute Möglichkeiten, viel Damage am Gegner zu setzen. Allein wenn man gute Edits hat, reicht es immer nicht aus, weil man dann vielleicht nur häufig 20er Shots oder so macht und damit würde man den Gegner immer nicht so schnell gekillt bekommen, weil er sich immer zwischendurch auch immer wieder healen kann. Allerdings, wenn man dem Gegner schon 100er Shot gibt, dann kann er sich eigentlich kaum mehr healen und so hat man eigentlich einen Free Kill. Des Weiteren, wenn man gutes Movement hat, kann man selbst eigentlich kaum gekillt werden bzw. überhaupt kaum getroffen werden. Dadurch braucht man keine Zeit, um sich selbst zu healen, kann mehr Zeit damit verbringen, den Gegner zu pushen und der Fight geht insgesamt schneller vorbei. Man braucht natürlich auch selbst überhaupt weniger Heal und hat das Ganze natürlich auch fürs Midgame dann noch immer übrig. Im Trio gibt es ja auch hier etwas Spezielles und zwar sollte man im Trio immer versuchen, dass man einen Gegner des gegnerischen Trios separiert. Dementsprechend sollte man versuchen, immer 3v1s zu suchen. Wenn beispielsweise der eine Gegner etwas weiter weg ist, dann könnt ihr den eben halt alleine pushen bzw. versucht es eben halt irgendwie, dass er einen Gegner vom Trio zusammenbeamt und nicht eben halt auf alle drei gleichzeitig geht, denn 3v1 ist immer leichter als ein reiner 3v3 und nachdem ihr den einen gekillt habt, dann werdet ihr eben halt auch noch einen 3v2 haben und so könnt ihr das Ganze natürlich auch leichter gewinnen, dementsprechend auch da ein sehr, sehr großer Vorteil. Das sind eigentlich so die Haupttipps und Tricks, die ich habe, um das Early Game zu gewinnen. Wenn ihr noch irgendwelche weiteren Ideen habt, was man noch gut im Early Game nutzen könnte, schreibt es gerne in die Kommentare und hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.